Landeshauptmann, Stellvertreter, Sie haben heute zu einer Aktuellen Stunde gestellt, weil das Recht geht vom Volk aus, echte Demokratie. Es waren wahnsinnig viele Zurufe. Was wollen Sie damit bewirken? Ja, wichtig ist, dass man jetzt einmal herausfiltert, dass infolge der Situation, dass England jetzt nicht mehr in der EU ist, Dinge besser macht. Und ich glaube auch, dass es für das Bundesland wichtig ist, dass die Entsenderichtlinie geändert wird. Das ist zum Beispiel ein EU-Thema. Es ist eine Herausforderung für die EU, jetzt natürlich sehr spezifisch auf den Föderalismus einzugehen und nicht den Globalismus. Und ich glaube, dass es sehr gut ist und jetzt die Möglichkeit ist, etwas zu ändern in der EU. Und das ist natürlich die Ausrichtung und auch das Thema der Aktuellen Stunde. Es wurden viele Zurufe von den Abgeordneten kommen und viele haben noch darüber gesprochen, dass sie wollen austreten von der EU. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, dass irgendjemand so einen Blödsinn daher quatschen kann. Das heißt, es hat niemand gesagt, dass die Freiheitliche Partei austreten möchte, sondern es sollte natürlich Referendum geben, wenn zum Beispiel die Türkei zur EU kommt, dann sollte man darüber das Volk abstimmen lassen. Aber grundsätzlich muss man eigentlich die EU ändern, weg vom zentralistischen System hin zum föderalen System, und das ist wichtig. Landtagsabgeordnete Kölli hat Sie beschuldigt, dass Sie haben sozusagen keine Ahnung über Gemeinden, über Bürgermeister, über gar nichts. Stört Sie das? Ja, das ist Kölli-Politik. Ich glaube, da kann man gar nichts hinzufügen. Er hat gesagt, meine Mitarbeiter verdienen dreimal so viel, als wir alle anderen in der Landesregierung. Ja, das ist nicht gute Politik. Ich glaube, das ist einfach Opposition der Steinzeit, und das soll Kölli machen, wie er das möchte. Dann sage ich danke für das Interview. Gerne.